Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben das gerade aus den Reden schon entnehmen können. Das, was hier und heute beschlossen werden soll, ist lediglich die Feststellung, dass die Durchführung von Parteiversammlungen zumindest teilweise aufgrund der Pandemielage wegen Corona unmöglich ist. Ich denke, dieser Feststellung kann man sich nicht verschließen. Die Linke verschließt sich dieser Feststellung auch nicht. Wer sich ihr verschließt, der will offensichtlich bewusst Menschenleben gefährden, wie es diese Truppe hier rechts in Kauf nimmt. Der Beschluss ermöglicht lediglich den Erlass einer Verordnung, der unseren Parteien ermöglicht, Kandidatinnen, Kandidaten und Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung zu nominieren. Wir stimmen damit über einen reinen Auslösemechanismus ab. Das muss einmal so deutlich gesagt werden. Wir stimmen nicht ab über die bereits hier andiskutierte konkrete Ausgestaltung des Weges in der Rechtsverordnung. Und das ist auch wichtig, hier zu differenzieren. Wir haben eine Verpflichtung, auch als Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker, Rücksicht zu nehmen auf die zahlreichen ehrenamtlichen Tätigen in unseren Parteien und die Parteimitglieder. Diese brauchen Rechtssicherheit, damit sie wissen, wie sie ihre Kandidatinnen und Kandidaten für Wahllisten und Ämter wählen können, ohne sich unnötigen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen. Gleichzeitig muss dies rechtssicher geschehen, damit wir nicht über juristische Auseinandersetzungen am Ende ebenfalls debattieren müssen. Es ist aber auch gut, dass im Gesetz das Innenministerium diese Verordnung nicht allein erlassen kann. Diese muss dem Parlament vorgelegt werden. In diesem sensiblen Bereich ist für uns als Linke die parlamentarische Kontrolle die absolute Nummer eins und große Wichtigkeit, dass wir drauf schauen als Abgeordnete. Es ist aber falsch, dass grundsätzlich diese Verordnung überhaupt erlassen werden kann. Wir hätten uns immer schon gewünscht, da hat der Vorredner darauf angesprochen, dass das Ganze in Gesetzesform geschieht und eben nicht in Form einer Rechtsverordnung. Darum haben wir damals, ich stehe auch dazu, diese Verordnungsermächtigung abgelehnt. Aber ich will noch einmal zusammenfassen. Wir stimmen als Linke nur für den Auslösemechanismus, damit die Basis auch unserer Partei handlungsfähig bleibt. Aber wir werden die noch vorzulegende Rechtsverordnung sehr kritisch auswerten. Und wir wünschen uns natürlich auch dort, dass Präsenzveranstaltungen, so es denn möglich ist, den absoluten Vorrang haben. Denn parlamentarische Demokratie und politische Auseinandersetzung vollzieht sich immer in einer persönlichen Auseinandersetzung mit Argumenten. Wir werden auch dafür kämpfen, dass diese noch uns vorzulegende Rechtsverordnung keine Blaupause ist, die über den Fall einer Pandemie hinaus ihre Gültigkeit behält. Das sind wir uns als Linke und unserem Verständnis von Demokratie schuldig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Steltmanns. Nächste Rednerin ist die Kollegin Britta Hasselmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.